Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion. Mein Name ist Corby und mit dabei habe ich heute den Mike. Hi Mike. Servus und hab ich dir. Mensch Mike, jetzt kann man mal wieder über einen Film reden, oder? Was meinst du? Unbedingt. Unbedingt. Das ist unser Business. Das ist unser Business. Ein hartes Business, aber irgendjemand muss das da. Ja, ja. Der Kani druckt sie wie immer. Wie immer. Und wahrscheinlich ist ja der Film hier zu hart. Ich habe mal bei der Vorbereitung irgendwo den Tipp geholt, dass der Film ja so ein bisschen in die Richtung Paranormal Activity geht von die Schocker. Da gab es ja damals einen Trailer, da haben sie es dann ähnlich gemacht, dass man nach dem eigentlichen Trailer nochmal die Reaktionen von den Leuten im Kino zeigt. Ja, wir reden hier von einem Film aus dem Jahr 2007 und da wir vor kurzem erst über einen Film aus dem Jahr 2006 gesprochen haben und du gesagt hast, da warst du dreimal im Kino, kann es ja sein, dass du zu diesem Film dann auch im Kino warst. Na, der ist in unserem Bauernhinterhof-Kino, Entschuldigung, Blattling, nicht gelaufen und ich habe den damals nur auf Blu-ray gesehen, wie der dann rausgekommen ist. Wir reden von dem spanischen Film Wreck. Yes. Und hast du dann der Zeitner dann schon gesehen oder ja. wie bist du auf den Film gekommen? Weil, also ich habe den Film erst vor kurzem gesehen. Okay. Aber Wreck 3 kenne ich schon eine gefühlte Ewigkeit. Na gut, das ist auch der, wo man eigentlich gelöst vor dem Ganzen sehen kann, oder? Ein 3 und ein 4, die kannst du eigentlich auch schon ohne die ersten zwei gesehen zu haben, oder? Ja, ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht Check gehabt, obwohl der Film Wreck 3 heißt, dass du schon ersten und zweiten gibt, weil ich mir einfach. Du hast gemeint, das heißt Wreck hoch 3, oder? Ja, richtig. Ich habe mir dann gedacht, hab bestimmt was mit Chemie zum Dorf, kapiere ich wieder. Wie bei Alien 3. Ja, genau. Alien hoch 3. Na, aber zurück zu dir. Wie bist du auf diesen Film gekommen? Woher kennst du ihn? Seit wann kennst du ihn? Erzähl. Ach, ich hab zu der Zeit ganz viel so Horrorfilm-Magazine gelesen, die X-Rated oder die Deadline oder die Virus. Und der Film hat eigentlich so, der hat recht hohe Wellen geschlungen. Also für das, dass eigentlich so ein kleiner Film ist, hat eigentlich jeder davon geredet irgendwie. Also es, der ist ja eben einfach ein paar Festivals, meine ich, auch gelaufen, da wo noch schon ein paar Leute gesehen haben und ist eben dann so vom Geheimtipp irgendwie so zum Renner geworden. Weil, ja, das über das reden wir dann noch, warum dass das so ist, aber ich finde wirklich wert, dass er diese Lorbeeren, die Vorschusslorbeeren gekriegt hat und denen auch gerecht wird. Und ich schaue den immer wieder gern. Also ich habe den erst schon lange nicht mehr gesehen und es war mir wieder ein Genuss. Er macht wirklich Spaß und er ist sehr kurzweilig. Also für die Leute, die nichts mit Ufang erkennen, REC, also REC, ist abgeleitet von dem Recording auf der Kamera. Genau. Und es geht um eine Reporterin, die einen Beitrag über Kameramänner drehen will. Kleiner Nachtrag. Offensichtlich war ich zu dem Zeitpunkt der Aufnahme geistig umnachtet. Die drehen einen Beitrag über Feuerwehrmänner, nicht über Kameramänner. Also, oder sagen wir mal so, Berufsleben in der Nacht in Barcelona für so, ich hätte jetzt mal gesagt, Regionalfernsehsender oder so. Ja. Und die ist dann mit ihrem Kameramann eben mit so einem Feuerwehrteam unterwegs und filmt die halt bei so ein paar Einsätzen und interviewt die halt dann da immer wieder. Und dann bei einem Einsatz, wo die dann hingerufen werden in einer Haushälfte, oder was heißt Haushälfte, das ist ein Wohnhaus mit mehreren Wohnungen, eskaliert es dann ein bisschen und auf einmal werden die in Quarantäne genommen, unfreiwillig, und von der Regierung oder vom Militär davor abgehalten, dass sie aus dem Gebäude wieder rauskommen und werden von Zombies angegriffen. Also sagen wir mal, ein ganz normaler Feuerwehreinsatz im Prinzip, so wie ihn ja jeder kennt, aber wo halt eine Kamera mit dabei ist. Genau, und das ist quasi aufzieht wie ein Found-Footage-Film. Genau, die Filme, die der Mike so sehr liebt.
Ja, so sehr liebt, aber es gibt schon viel gut. Ich kann in dem ganzen Genre schon einiges abgewinnen. Also, wo viele Leute sagen, ja, die Wacklerei da, die nervt mich. Das ist ja gerade das, was mich dann so mitnimmt, was mich dann auch, vielleicht auch wegen Stress streckenweise, aber ich bin immer voll dabei. Viele Leute meinen ja, dass der 1999er Blair Witch Project der erste Found-Footage-Film war. Kann für manche schon sein, aber das war halt auch einer von den richtig großen Found-Footage-Filmen, einer von den ersten großen, aber das hat es damals in, ich glaube, 1980, Cannibal Holocaust war ja im Endeffekt auch schon ein Found-Footage-Film. Und ja, wie gesagt, man muss für diese Art Genre schon was übrig haben, weil es halt eben ein wenig was oder anders aufgezogen wird wie ein normaler Spielfilm, weil es halt streckenweise auch nicht einmal Musik gibt oder sowas in die Richtung, wie eben auch jetzt da bei Rec. Ja. Und das ist halt eben auch die Kunst, finde ich, dass du trotzdem eine Atmosphäre schaffst, obwohl du zu 100% auf Musik verzichtst und auf solche Sachen. Und aber trotzdem irgendwie nur plausibel rüberbringen musst, warum wird jetzt gefilmt an bestimmte Steine und so. Und wenn dieser Film gut macht, dann finde ich das super. Und wenn einer das richtig faul macht und dann irgendwo eine Kameraeinstellung hernimmt, die gar nicht da sein kann, weil in dem Eck keine Kamera ist oder sonst was, dann ist das eine ganz faule Geschichte. Aber bei Rec kann ich euch da draußen versichern, da ist das nicht so. Ich habe vorhin auch gesagt, er kommt mir zumindest sehr kurzweilig vor. Das liegt an dem, dass dass er sehr kurz ist. Mit 78 Minuten, naja, also es geht schon mal über eine Stunde. Das schon. Ich habe jetzt eher damit gemeint, für das, dass es ja die ganze Zeit nur in diesem Haus dann spielt, sehr schnell, ja. Kann man doch relativ viele Charaktere vor. Und es gibt immer wieder so neue Sachen zu entdecken. Und ich wundere mich, dass du mich noch nicht blöd angeredet hast, weil ich vorhin Zombies gesagt habe. Ich habe mir jetzt verkniffen einfach, weil ich will eben dem Zombie-Thema, da muss ich so oft irgendwelche Leute aufs Dach steigen und ich habe jetzt einfach gesagt, ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Aber das stimmt, im Endeffekt sind das keine Zombies, nein. Wo war jetzt das neulich? Ich glaube bei... The Sadness. Bei The Sadness, wo... Irgendjemand in dem Film, aber er sagt, das sind Zombies. Bist du da sicher? Ey, ich hab den Film gesehen und hab's auch auf der deutschen Synchro gehört. Okay. Und da sagt irgendjemand, die Zombies. Okay. Und da habe ich mir gedacht, boah, leck. Es ist aber auch so, dass ihr Glück, dass ihr in dem Film drin seid, der Mike, dass sie tot aufringen. Dann muss das aber quasi der Übersetzung geschuldet sein, weil sogar der Regisseur Rob Chabas hat gesagt, das in meinem Film sind keine Zombies. Weil es ist halt einfach so, nochmal für da draußen, einmal noch. Nein, du verweise einfach auf unsere Folge, erklärst die doch okay. Nicht jetzt schon wieder umsonst. Gut, dann schaut euch unsere Sadness-Folge an, das sind keine Zombies. Da muss man zuerst mitgestorben sein. Und wenn man das nicht ist, ist man kein Zombie, Freunde. Richtig. Genau so schaut es aus. Ja. Im Endeffekt sind es, ja, es kommt dann mit der Zeit erst auf, dass sie im Endeffekt Besessene sind, aber von einem Virus besessen. Also das hat schon ein wenig eine mystische Geschichte, eine dämonische Ausgangsform, die sie quasi durch Bisse jetzt von Körper zu Körper weiter verbreiten kann. Und das finde ich schon ziemlich cool. Das macht es ja dann vertretbar, dass die Besessenen oder Infizierten auch laufen, wo es ganz viel tun und wo ganz viel dunkle Ritzen rausspringen. Und also für Jumpscares ist da ganz brutal gesorgt und es ist ja richtig geil inszeniert. Also wenn die Angriffe vor diesen Besessenen, das ist ganz stark. Man muss jetzt nicht unbedingt so eine, wie soll ich sagen, hochkomplexe, fabelhafte und sehr logische Handlung erwarten. Das natürlich nicht. Also wir reden ja hier nach wie vor von einem kleinen Horrorfilmchen mit 2 Millionen Budget. Aber er macht jetzt so viel Spaß, dass er nicht umsonst noch 3 weitere Teile erhalten hat. Mhm, genau. Und es ist halt einfach, das Erfolgsrezept von dem Film ist halt einfach, weil er sehr, ich finde, dass der sehr authentisch ist. Also das geht schon los mit der, einfach nur die Kamerafahrten und die Interviews am Anfang in der Feuerwehrzentrale und so. Durch das auch, dass der keiner von den Schauspielern wirklich bekannt ist. Ich finde, so wie das gemacht ist, so wie die Schauspieler sind, finde ich das alles sehr authentisch gemacht und ich bin eigentlich sofort drin in dem im Geschehen und der Film fackelt aber auch nicht lang. Also es gibt ein bisschen so
ja, am Anfang ein wenig so Vorgeplänkel, bis sie eben dann zu dem Einsatz gerufen werden und von da weg geht es ja dann auch Schlag auf Schlag. Ja. Der Film hat wirklich keine Zeit zum Verlieren, es geht sofort ab. Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, die, wie heißt sie, Angela, Angela, weiß ich nicht, du hast ihn erst vor kurzem gesehen, oder? Die Haupt, also, oh nein, das ist der Name von ihr, weiß ich nicht. Also die junge Dame. Weiß ich nicht, Angela? Doch, Angela? Oder? Angela. Ich nenne es jetzt Angela. Ja, nehmen wir es Angela. Die ist ja ganz hübsch, auch zum Schauen. Also für die Leute, die halt dann eher da auf das schönere Geschlecht schauen möchten, die haben da drin auch was zum Singen. Die sind mir auf alle Fälle. Und wir, wo man auch was schönes zum Singen kriegt, das ist quasi, wenn es am Anfang schon mit durch das Haus geht. Sie zeigt da quasi schon mit die ganze Anatomie vor dem Haus, quasi da das Treppenauge vor dem Hausgang und dass man da weiter über die Treppen rauf muss und wie die Räume aufteilt sind und so. Und das finde ich schon mal ziemlich cool, dass man ein wenig weiß, wo die Anhaltspunkte sind, weil später, wenn es dann hart auf hart kommt und die Kamera dann sehr wackelig wird, dann darf man total einen Überblick verlieren. Und so weißt du schon ein bisschen, wie schauen die Räume aus und dann verliert man nicht komplett den Überblick. Ja, genau. Man rätselt ja die ganze Zeit mit, was ist jetzt da eigentlich los, was ist jetzt da genau der Auslöser, was steckt da dahinter, kann man es da nur auf die Spur, kann man sie da wieder raus, und ich glaube, wir müssen ja jetzt das Ganze nicht spoilern für die Leute, die den Film noch gar nicht gesehen haben, er ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich kann es nur noch mal wiederholen, der ist kurzweilig und es ist ein wirklich schöner Einstieg in den zweiten Teil, der, wie du mir ja, glaube ich, auch schon gesagt hast, in deinen Augen sogar der bessere dann nochmal ist. Ja, genau. Aber da reden wir andermal drüber. Seid genau. Nicht immer so fordernd. Lasst uns wieder mal ein bisschen, ich kann doch nicht nur Kassetten anschauen. Na, richtig. Ja, weißt du sonst noch irgendwas an? Ja, ich finde schon noch was. Und zwar fand ich das sehr cool. In dem Film gibt es ein paar so Ruhephasen zwischen die ganzen Attacken der Besessenen. Und da wird dann einfach weiter interviewt. Also ich finde dann das ganz interessant. Oder wo sich einfach ein Reporter meiner Meinung nach auch dort hat. Sie sind da eingespürt rund um Isoissee. Und dann werden die Leute, die Bewohner von dem Haus, weiterhin noch interviewt, wie das Ganze abgelaufen ist. Und man kriegt auch dann als Zuschauer noch ein bisschen mehr Background. Wie ist das abgelaufen, wer könnte das sein, wo könnte der Auslöser vor dem Ganzen her sein und so. Das fand ich ziemlich cool, weil eben dann die Zeit auch genutzt ist mit interessanten Sachen und mit ein wenig am Storytelling in Form von Interviews. Ja. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich finde es dann gut, wenn es dann Sinn macht zum Filmen, und das tut es in dem Fall. Oder dann, wenn in einer Szene, wenn du siehst, wo das Mädchen dann auf einmal die Kamera einschaltet, so aus Gag. Den Kamera einschalten und sie reden weiter. Und dann heißt es, wenn sie die Kamera wieder aufheben und weitergehen, hey, die ist ja gelaufen und so. Und ach, und seltsam, wie konnte das passieren? Ja, aber hat halt auch einen Grund, warum das die Kamera läuft. Und das finde ich schön. Ja, das stimmt schon. Das macht es halt dann nur mal ein Stück weit authentischer. Also ja. Je mehr ich darüber nachdenke, umso eher sehe ich auch dann immer wieder ein paar Parallelen zu Paranormal Activity. Mhm. Aber hier ist es halt dann doch ganz deutlich auf dieses, ich sag's jetzt, wenn es natürlich keine Zombies sind, Zombiehafte und diese Angriffe immer wieder ausgelegt. Und ja, da ist es dann natürlich ganz nett, wenn man natürlich in Erinnerung gerufen bekommt, dass die zwei ja eigentlich da wegen am Job da sind und ihrem Job dann entsprechend hinterherkommen. Genau. Und ich finde, der Film hat euch vor die creepigsten Kids überhaupt. Ich meine, es sind zwei Kinder, die in dem Film da dabei sind, und die haben es voll gruselig gemacht. Ja. Boah. Ja. Also, wenn man das sieht, dann überlegt man sich das zweimal, ob man ein Kind haben möchte. Ja, ich kenne Kinder, die wo so sind und Hand nicht besessen. Ja, das glaubst du. Oh, scheiße. Ja, nein, aber soweit. Glaube ich, haben wir die Leute ein wenig erzählt, um was das geht. Was hat dir dann sehr gut gefallen und was hat dann überhaupt nicht gefallen? Sehr gut gefallen hat mir dieses Found-Footage-artige, weil ich mag diese Art von Film sehr gern. Da muss ich sagen, für das, dass ich die ganze Zeit auf Rec 3 aus war und dann mir gedacht habe, naja, dann wird Rec, also der erste Teil, wahrscheinlich meilenweit weg sein an Qualität von Rec 3, war ich doch sehr positiv überrascht. Ich bin mit sehr geringen Erwartungen an diesen Film rangegangen und bin sehr positiv überrascht worden. Was mir nicht gefallen hat,
ist dieses, es ist ganz schwierig zu beschreiben, das haben ganz oft spanische Filme, dass das mit der Synchro gerade auf Deutsch einfach nicht zusammenpasst. Oh, oh ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich wollte jetzt nicht sagen, du hast das gerade wieder Rassist. Aber es ist wirklich so, so Spanier und Chinesen sind, glaube meiner Meinung nach, sehr schwer zum Synchronisieren. Mhm. Und bei Rec kennt man es. Also das ist wirklich, die Synchro ist nicht das Gelbe vom Ei. Oder es ist nicht besser gegangen, was weiß ich, aber da bin ich bei dir. Ja. Also, das ist mir da gleich am Anfang dann aufgefallen, nachdem sie gesprochen hat, also wo dann der erste Mann dann da drin redet, dann habe ich mir schon gedacht, oh, hoffentlich wird es dann besser. Es ist teilweise auch nicht störend, aber bei manchen Charakteren, gab bei ein paar Bewohnern in dem Haus, die Synchro ist teilweise echt mies. Ja gut, aber das ist schon Apps, wo man sagt, okay, da kann jetzt der Film selber eigentlich gar nichts dafür, gell? Das ist der Verleih. Ja. Aber ja, sehe ich also. Schwäche. Bist das du? Ich bin's soweit. Dann darfst du nur sagen, was es mir gefallen. Unglaublich genervt hat. Was heißt genervt? Die laufen in dem Film dreimal von ganz oben nach ganz unten. Und das mit einem Affenzahn mit Found-Footage-Kamera. Oder da wird's mir direkt schlecht. Da ist mir direkt schlecht, wenn ich da oben rum bin. Ich bin jetzt nicht mehr die Jünger, ich brauch's jetzt ein wenig gemütlicher. Und dann rum bin ich da über die Treppen oben und denk mir die ganze Zeit wollig. Und dann machen sie es dreimal hintereinander. Hab mir gedacht, ja, um Himmels Willen, macht es ein wenig kürzer. Ich komm nicht mehr mit. Das war mir jetzt krass. Da so schnell oben laufen über Treppen. Dann hast bestimmt deinen Füllfederhalter gezückt und hast erstmal einen bitterbösen Brief an die Regisseure geschrieben. Ja, nein, mir ist mein Monokel aus dem Auge gefallen die ganze Zeit. Und es hört schon, mein Minuspunkt ist ein sehr fadenscheiniger. Also der Film hat mehr Pluspunkte als Minuspunkte und ist eigentlich rundum gelungen. Gerade als Beispiele eben dass hübsch wenig CGI verwendet wird. Das Make-up von den Infizierten ist Weltklasse. Die Angriffe im Treppenhaus, wenn quasi die von unten alle raufkommen und so, die Kamera filmt nach unten und dann schauen die Besessenen auch alle rauf und so. Also ist schon sehr, sehr intensiv inszeniert. Das finde ich super cool, super cool gemacht. Mhm. Und natürlich das Finale. Ich sag nur Nachtsichtmodus und Patient Zero. Da, ja. Also, wenn du da keine Bremsspur in der Hose hast, dann bist du eigentlich schon tot. Bei meinem Best. Das ist wirklich extrem gruselig. Ja, oder hast du den Film schon mal gesehen? Oder so. Also ich fand es aber trotzdem noch sehr gruselig. Vor allem, wenn dann Patient Zero kommt, das ist schon grob. Ja, das stimmt schon. Und macht dann auch Bock auf den zweiten Teil. Unbedingt. Aber, wie schon gesagt, da reden wir auch nochmal drüber. Ja, und deswegen machen wir nur schnell den Triple Threat. Genau. Wie schaut's denn aus? Haben wir mir nackte, entblößte Brüste? Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, außer beim Patient Nummer 0. Sehr, sehr gut, sehr gut. Haben wir mir entblößte Trompeten? Das habe ich am Patient 0 nicht feststellen können. Nein, hat er Schlipper. Ja. Also es wird nicht trompetet, gibt es tote Tiere? Boah. Ich hätte jetzt Nein gesagt. Ich wüsste da keinen. Ja. Ein Haufen da die Feuerwehrmänner haben wir. Ja, das ist schon. Oh, leck, wo der da runterfällt von der Treppen, durch das Treppenauge in der Mitte da runterfällt und die haben gerade alle beim Ratschen da. Ich glaube, es ist eh gleich der erste Tote und dann fällt der da runter und platscht da am Boden. Okay, leck, bin ich der Schrocker. Also beim ersten Mal. Also mittlerweile habe ich schon gewusst und habe mich schon, ja, ich hätte jetzt blöd auch gefreut drauf auf die Szene, weil es voll krass ist. Also wer bei dem Film am Einschlafen ist, ab der Szene bist du auf jeden Fall wach. Genau. Eigentlich, das muss man mal jemanden einfach vorspulen, ohne dass man abholt, um was da geht. Und dann, ja, bestimmt man so, ja, Feuerwehr-Doku. Oh. Oh ja, genau. Das war gut. Das hätte ich mit meiner Frau machen können. Das kannst du mit deiner Frau noch machen, oder? Hat die schon mitgeschaut? Die hat mitgeschaut. Ah, verdammt. Ja. Wo ist mit meinem Buben? Feuerwehrmann, ja, in 10 Jahren. Aber was ist nicht in 10 Jahren dort, sondern gleich, wenn die Podcast-Folge jetzt gut ist, dann geht's einmal, bewertet uns auf Steady und lasst uns ein YouTube-Like da. Dort einfach alle Glocken drücken, die es geht und vielleicht noch ein Steady-Abo machen. Ha? Das wäre auch gut. Genau. Also ihr dürft uns auf Steady natürlich auch bewerten, aber bewertet unbedingt. Uns ansonsten überall, wo ihr uns hört,
Und wehe, wenn nicht, dann braucht es eigentlich gar nicht mehr zuhören. Vergesst es. Ja. Also heute sind wir ein bisschen vorne unterwegs, aber das liegt auch daran, wir sitzen hier und schwitzen für euch wünschen uns doch nichts außer ein bisschen Liebe. Ja, und eine Klimaanlage. Und eine Klimaanlage, das war nicht schlecht. Und die können wir uns nur kaufen, wenn es ist, als der die aber macht. Genau, richtig. Daher vielen Dank beim Zuhören und hofft schon mal drauf, dass wir Rack 2 bald aufnehmen. Und dann hört es wieder rein, wenn es heißt, viel Spaß beim besten Podcast der Welt. Servus und habet Ehre. Adieu.